Ei, 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 das kann man schon Duselsieg nennen. Mit 2:0 hat die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt der EM gegen die Ukraine gewonnen. Das ist heute Thema in den EM-News, genauso wie diese Themen. Spanien beschäftigt weiter der Skandal um David de Gea. England und Russland stehen vor dem Rauswurf und ein Niederländer fiebert bei der EM mit, aber nicht mit seinem Land. Ach und sitzt meine Frisur? Das Fazit der deutschen Nationalmannschaft muss doch sein, puh, Hauptsache gewonnen. Jetzt eine klassische Spielanalyse zu machen, ist doch langweilig. Das braucht doch hier keiner auf YouTube. Deshalb machen wir es ein bisschen anders. Für mich der beste Mann auf dem Platz, Manuel Neuer. Dreimal hat er gezeigt, wieso er der beste Torhüter auf der Welt ist. Vor ihm steht, beziehungsweise hinter ihm fällt, Jerome Boateng ins Tor. Slapstick pur, aber Weltklasse. Legt sich den Ball fast ins eigene Tor und spitzelt ihn dann im Fallen selbst noch raus. Dann haben wir natürlich Skodran Mustafi mit seinem Torpedokopfball und so auf seinem ersten Tor für das deutsche Team. Und Toni Kroos dürfen wir nicht vergessen, der das gesamte Spiel gelenkt hat. Ich zahle gern jetzt mal 2 Euro ins Phrasenschwein ein, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Man hat schon gesehen, dass es vor allem in der Abwehr noch einige Baustellen gibt. Das Comeback von Mats Hummels steht aber bevor, von daher alles überhaupt kein Problem. Apropos Comeback, zurück auf den Platz ist Kapitän Bastian Schweinsteiger. Gut, 3 Minuten vor Schluss ist er eingewechselt worden, aber hey, was ist das denn bitte für eine geile Geschichte? Da kontert das deutsche Team die Ukraine aus und wer bekommt die Flanke von Mesut Özil auf den Schlappen? Richtig, Bastian Schweinsteiger. Und der macht dann das Tor zum 2:0. Klar ist, Schweini hat noch nicht die Kraft, über 90 Minuten zu spielen, das hat er auch nach der Partie gesagt. Aber so eine Persönlichkeit wie er braucht man einfach bei so einem Turnier. Gebt mir doch mal einen Daumen nach oben hier unter diesem Video, wenn ihr die Szenen am Ende so richtig gefeiert habt. Ich sag eins, willkommen zurück. Die Italiener haben der deutschen Nationalmannschaft die Daumen gedrückt. Hier zum Beispiel Juventus Turin, dem Heimatverein von Sami Khedira, die haben was auf Twitter gepostet. Nur blöd, wenn da so ein kleiner Farbendreher drin ist. So würde nämlich Khedira nicht für Deutschland spielen, sondern für Belgien. Die Social Media Abteilung hat es nach so circa einer Stunde selbst gemerkt und den Tweet dann wieder entfernt. Viel ist auf den anderen beiden Plätzen nicht los gewesen. Hier ganz kurz die Endergebnisse. Polen, Nordirland 1:0 und Türkei, Kroatien 0:1, wo ich jetzt nur eine Frage habe. Sitzt meine Frisur richtig? Verteidigen wird ja sowieso überbewertet. Hauptsache die Frisur sitzt auf dem Fußballplatz. Ich spiele natürlich auf das Tor von Luka Modric an, bei dem der Türke Ozan Tufan beim lockeren Joggen seine Frisur gerichtet hat, statt dem Ball hinterher zu gehen. Ich denke, da hat es richtig Ärger danach gegeben. Eine andere sehr lustige Szene, beim Jubeln ist nämlich ein kroatischer Fan über die Barrikaden gesprungen, mit den Knien zum Modric gerutscht und hat ihm einen Kuss auf die Backe gegeben. Logisch, dass er danach sofort wieder weggezogen wurde, aber ich musste da schon ein bisschen schmunzeln. Die Ausschreitungen in Marseille haben Folgen. Jetzt werden die Maßnahmen, um für Sicherheit zu sorgen, weiter verschärft. Unter anderem soll es mehr Sicherheitskräfte in den Arenen geben. Wir alle haben ja die Bilder nach dem Spiel zwischen England und Russland gesehen. Russische Fans haben dort den Fanblock der Engländer gestürmt, die Folge eine Massenschlägerei. Und auf den Bildern hat man auch gesehen, dass da Kinder waren oder ältere Leute, die versucht haben, irgendwie wegzukommen. Also wirklich keine schönen Bilder. Schon davor sah ja auch die Innenstadt wie ein Kriegsgebiet aus. Über 30 Menschen wurden dort verletzt. Die UEFA hat jetzt sowohl dem englischen als auch dem russischen Verband die gelbe Karte gezeigt. Sollte so etwas noch einmal passieren, kann das Land aus dem Turnier geworfen werden. Ehrlich, für mich sind das alles keine Fans, das ist einfach nur eine Schande für den Fußball. Spanien ist der amtierende Europameister. Das Ziel ist klar, man will diesen silbernen Pott wieder mit nach Hause nehmen. Jetzt geht's aber erst einmal gegen Tschechien. Im Schatten steht noch immer Torhüter David de Gea. Über den Sexskandal rund um den 25-Jährigen habe ich ja schon in den EM-News gesprochen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, den Link gibt's oben im i. Er selbst hat angeblich beim PlayStation-Spielen im Trainingslager von diesen Anschuldigungen erfahren und bezeichnet diese als Lüge. Auch das ganze Team steht hinter ihm. Ein Zitat von Trainer Del Bosque habe ich euch rausgesucht. Und zwar, wir werden ihn voll unterstützen und ihm all unsere Zuneigung schenken.
Jetzt aber das Dilemma. Der Druck ist für De Gea enorm hoch. Er gilt zwar als nervenstark, aber ihn wird die Sache zu 100% belasten. Die Frage ist deshalb, wird De Gea im Tor stehen oder dann doch der Kapitän Iker Casillas? Einen Tipp will ich da ehrlich gesagt nicht abgeben. Anstoß ist gegen Tschechien um 15 Uhr. Die Legende ist zurück in Frankreich. Die Rede ist natürlich von Zlatan Ibrahimovic. Seine Schweden spielen in Gruppe E gegen Irland. Es gibt so tolle Zitate von Ibra, zum Beispiel das hier. Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich eine 11. Ja, das kann er heute Abend unter Beweis stellen. Anstoß ist um 18 Uhr. Auch die Belgier starten heute ins Turnier und zwar im Topspiel gegen Italien. Und jetzt habe ich mal eine total kuriose Geschichte für euch. Wir wissen, unsere Nachbarn aus den Niederlanden sind ja nicht mit dabei. Trotzdem will ein Kneipenwirt aus dem holländischen Maastricht mitfeiern. Deshalb hat er jetzt die niederländische Grenze einfach mal so verlegt und Grenzpfosten an seiner Kneipe aufgestellt. Heißt, zumindest symbolisch liegt seine Kneipe jetzt in Belgien. Dazu hat er dann auch noch das Haus in schwarz-gelb-rot geschmückt. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion. Belgien spielt heute also wie gesagt gegen Italien. Anstoß in Lyon ist um 21 Uhr. Na, so eine kuriose Geschichte zum Abschluss ist doch auch mal was Nettes, oder? Wie gefällt euch bis jetzt eigentlich die Europameisterschaft? Ich meine, es sind doch ziemlich wenige Tore gefallen, oder? Morgen gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe der EM-News, pünktlich um 11 Uhr vormittags. Und im Hintergrund sieht man es ja, da ist es schon ziemlich dunkel, heißt, ich nehme das natürlich alles in der Nacht auf. Jetzt ist es gerade 0 Uhr 22 und ich bin völlig durch. Fußballturnier früh aufgestanden und so weiter und so fort. Das schlaucht alles, meine Freunde. Deshalb gebt einen dicken Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Ihr wisst ja, wie es geht. Sage ich ja immer und immer und immer und immer wieder. Von daher, wir sehen uns. Ich wünsche euch alles Gute. Gut Kick und ciao.